Präventionskurs Rauchen. Ein herzliches Willkommen. Wir möchten heute durch das Phänomen des Rauchens führen und anfangen, mit den Gelegenheiten anzufangen. Danach beleuchten wir kurz die Schäden, die das Rauchen mit sich bringt, wonach wir anschließend die Vorteile näher bringen, die der Rauchschluss mit sich führt. Es ist medizinisch gesehen eine unzählige Reihe von positiver und es gibt nur positive körperliche Auswirkungen, wenn man sich entscheidet, das Rauchen aufzugeben. In diesem Beitrag soll das Hauptaugenmerk auf den Vorteilen liegen, die das Aufhören mit sich bringt. Punkt 1. Gründe anzufangen. Es gibt viele Gründe, das Rauchen zu beginnen. Hauptursachen dabei stehen, dazugehören wollen, sich darstellen, vermeintliches Erlebnis, was die Zigarette gibt, immer wieder zu wiederholen. Suchtdruck ab der ersten Packung. Punkt 2. Schädigungen. Schädigungen fast aller Organe, insbesondere der Lunge und den roten Blutkörperchen. Erhöhtes Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, schon ab den ersten 3 Wochen. Eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, in allen Variationen. Gehirntumor, Lungenkrebs, Blutkrebs, Nierenkrebs, Leberkrebs, Knochenkrebs. Punkt 3. Vorteile aufzuhören mit Rauchen. Nachfolgend stellen wir dar, nach welcher Zeit Abstinenz welche Wirkungen eintreffen. Nach 20 Minuten Puls, Blutdruck normal. Nach 12 Stunden Sauerstoffwerte im Blut normal, Absinken von Kohlenmonoxid, Anstieg Körperleistungsfähigkeit, bessere Versorgung aller lebenswichtigen Organe mit Sauerstoff. 2 Wochen bis 3 Monate. Stabilisierung des Kreislaufs, Verbesserung der Lungenfunktion. 1 bis 9 Monate nach dem Rauchen, Reduktion von Hustenanfällen, Kurzatmigkeit und Verstopfung der Nasennebenhöhlen. Schleimabbau in der Lunge, Verringerung der Infektionsgefahr, 1 Jahr rauchfrei, Halbierung des Risikos für koronare Herzkrankheiten im Vergleich mit Rauchern, 5 Jahre rauchfrei, Reduktion des Risikos für Schlaganfall. Es gibt immer Lichtblicke für den, der mit dem Rauchen aufhören will. Es gibt genügend Gründe, auf das Rauchen zu verzichten, egal zu welchem Zeitpunkt.